Zuerst wollte ich Milchmann werden. Als Junge habe ich das gemacht. Dann habe ich Reggae-Platten entdeckt. Ich stellte fest, dass ich kein Reggae-Sänger werden könnte. Dann habe ich das Plattenauflegen entdeckt. Ich wollte DJ sein. Und dann habe ich meinen Lebensunterhalt damit verdient, Platten zu verkaufen. Schließlich landete er dann beim Plattenaufnehmen. Bis Adrian Sherwood Erfolg hatte, war er das, was man eine verkrachte Existenz nennt. Bis er Mark Stewart traf, der mit seiner Band Popgroup Ende der 70er versuchte, die Grenzen der Musik zu sprengen. Ein gehöriger Input Reggae führte dazu, das On-U Sound System 1980 zu gründen. Typisch für das System ist bis heute der Live-Mix, der mit den herkömmlichen Konzertsounds nichts mehr zu tun hat. Verzerrungen und Echos im Kilowatt-Format prägen den On-U Sound. Erleben kann man das am 17. August live in Köln bei der Jubiläumsparty. Neben den Revolutionary Dub Warriors, im Sherman und Akabu, kann man dann die kastrierten Philosophen im Live-Dub-Mix hören. Am Mischpult steht natürlich Adrian Sherwood. Als ich anfing, zum ersten Mal ins Studio zu gehen, haben mir alle gesagt, so kannst du das nicht machen, schau dir die Pegel an, das klappt nicht. Aber als ich dann mit Mark Stewart Platten machte, haben wir die Aufnahmen absichtlich übersteuert. So lange, bis es sich gut anhörte. Es gab keine Regeln. Dreh einfach so weit auf wie möglich. As long as it sounded good, it was like no rules. Push it as far as you can.